Ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen sein darf und die große Zahl der Ehrengäste begrüße ich ganz besonders, aber nicht namentlich. Ich freue mich aber ganz besonders, dass ich am Eingang schon Professor Rademacher getroffen habe. Ich darf Ihnen sagen, er ist, glaube ich, einer unserer wichtigsten Ratgeber von meinem Minister Gerd Müller und häufiger bei uns im BMZ zugegen. Hier in Ulm fühle ich mich natürlich zu Hause und schon als Kind hat man mir beigebracht, in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Als Zungenbrecher, eigentlich müsste man ja sagen oder ergänzen, um die Welt herum. Denn die Stadt Ulm ist bekannt dafür, dass sie den Blick in die weite Welt richtet. Das mag vielleicht am höchsten Kirchturm der Welt liegen, da konnte man schon in vergangenen Jahrhunderten weit in die Umgebung schauen. Mag vielleicht auch an den Ulmer Schachteln liegen, mit denen die Ulmer donauabwärts ihr Glück gesucht haben. Oder das liegt daran, dass Ulm verkehrstechnisch so toll liegt. An wichtigsten Verkehrsachsen, nicht nur der Donau, Nord-Süd, Ost-West. Also Ulm hat schon was Besonderes. Aber Ulm hat nicht nur schöne, moderne Innenstadtfassaden, die von Offenheit, von Weltverbundenheit, von Engagement zeugen, sondern Ulm engagiert sich auch in entwicklungspolitischen Fragen. Und deshalb will ich zuallererst ganz herzlich Danke sagen. Die Ulmer wissen, dass viele auf dieser Welt Unterstützung brauchen und dass wir nicht alleine auf der Welt sind und setzen sich deshalb ein und für dieses Engagement und vor allem für dieses erste Ulmer Impulsforum möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, die Ulmer hatten nicht nur wegen der Wahl am vergangenen Sonntag den richtigen Riecher, dieses Thema zu setzen, denn gerade der Sonntag hat uns ja allen nochmals vor Augen geführt, dass nicht nur wir im BMZ gut beraten sind, sondern dass wir alle gut beraten sind, das Thema Klima und Entwicklung intensiv ins Auge zu fassen. Ich glaube, die Weltgemeinschaft steht vor gravierenden Herausforderungen und auf diese gravierenden Herausforderungen brauchen wir jetzt und heute Antworten, um die Welt für morgen erhalten zu können. Wir wissen, noch immer hungern 821 Millionen Menschen. Viele davon sind Kinder, manche davon sterben. Das steht dann in keiner Zeitung. Gerd Müller sagt immer, Hunger ist Mord. Wir könnten die Menschen alle ernähren, wir tun es aber nicht. Noch immer leben 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Es ist zwar gelungen, in den vergangenen Jahren die Armutsrate etwas herunterzufahren, aber es sind immer noch 10% der Weltbevölkerung. Und wie wir gerade eben schon gehört und gesehen haben, Artenschwund, Umweltzerstörung, Klimawandel schreiten weiter voran. Deshalb, das wissen Sie alle, erzähle ich Ihnen nichts Neues, hat die Weltgemeinschaft die Agenda 2030 verabschiedet mit ihren 17 SDGs. Dieser Weltzukunftsvertrag ist für uns im BMZ sozusagen unser Referenzrahmen. Er gibt den Rahmen für alle unsere Aktivitäten und er gibt natürlich auch den Rahmen für alle Staaten dieser Erde, die aufgefordert sind, sich diesen Zielen zu widmen und an deren Umsetzung zu arbeiten. Das geht nur, wenn alle dabei sind. Alle Akteure müssen dabei zusammenhelfen, die Politik, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft, aber, und das betone ich ausdrücklich, natürlich auch jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin. Warum? Weil die Globalisierung uns alle angeht. Keiner kann sich dem entziehen. Wer immer in Deutschland ein T-Shirt kauft, womöglich von 9,99 Euro, der beeinflusst damit die Lebensbedingungen einer Näherin in Bangladesch. Und wer Schuhe kauft, der beeinflusst die Produzenten in Kambodscha. Und wenn wir Kaffee trinken oder Bananen essen oder unser Handy nutzen oder auf die Uhr schauen, dann sind wir sozusagen das letzte Glied in einer langen Kette, in einer langen Wertschöpfungskette. Und der Beginn dieser Wertschöpfungsketten liegt sehr häufig irgendwo in Afrika auf einer Bananenplantage oder in Mexiko, wo ich jetzt unlängst auch war, oder in einer Koltanmine, in einer Goldmine, in einer Kobaltmine, wo unter Umständen Kinder arbeiten unter sklavenartigen Bedingungen. Und am Anfang jeden Produktes steht wirklich ein Mensch.
jemand, der dort arbeitet. Und das sollte jeder Bürger, jede Bürgerin bei jeder Kaufentscheidung immer wissen. Das heißt, unsere Welt ist nun mal global vernetzt, aufs engste miteinander verwoben und verbunden und alles hängt mit allem zusammen. Wenn ich sage, wir müssen jetzt handeln, dann bedeutet das, dass wir bei der Umsetzung der Agenda Tempo machen müssen. Dazu brauchen wir auch wiederum alle Kräfte, denn ein Weiter-so wird nicht ausreichen. Die Wissenschaft hat uns klar erklärt, der Klimawandel schreitet weiter voran. Und wenn wir nicht dagegen eintreten, sind die Folgen verheerend. Das spüren auch junge Leute, das spürt die junge Generation, die an den Klimawandel denkt und die uns seit einigen Monaten mit ihren Freitagsdemonstrationen vor Augen führt, dass in Politik und in Gesellschaft schneller gehandelt werden muss als bisher, um tatsächlich dem Klimawandel entgegentreten zu können. Das ist unbequem, was da angesprochen wird, aber es wird zu Recht angesprochen. Denn Studien belegen, die Belastbarkeit unseres Planeten ist nahezu erreicht. Wir steuern momentan nicht auf eine Erderwärmung von 2 oder noch besser 1,5 Grad zu, sondern eher auf 3 bis 4 Grad, wie uns der IPCC-Bericht klar und deutlich vor Augen geführt hat. Die Gründe dafür kennen wir. Der weltweite CO2-Ausstoß ist seit 1990 um 60% gestiegen. Verursacht natürlich vor allem in den Industrieländern. Und die Folgen dieses Anstiegs und die Folgen des Klimawandels, die betreffen zuallererst die Entwicklungsländer. Dürren, Überschwemmungen, tropische Stürme, Klimawandel trägt in vielen Ländern dazu bei, dass der Fortschritt, den wir erreicht haben, eigentlich wieder zunichte gemacht wird. Infrastruktur, Häuser, Straßen, Schienen werden zerstört, Menschen hungern, Vieh verdurstet und dort gibt es keine Entschädigung, wie das bei uns der Fall ist, wenn unsere Landwirte unter Unbillen zu leiden haben. Das heißt, der künftige Fortschritt ist noch schwerer zu erreichen, wenn Böden erodieren, versalzen, wenn Lebensgrundlagen schwinden. Und deshalb hängt Klima und Entwicklung und die Wirksamkeit von der Entwicklungspolitik direkt miteinander zusammen. Die Weltbank rechnet uns vor, dass 140 Millionen Menschen bis 2050 ihr Zuhause verlassen müssen. Und zwar aufgrund von Extremwetterereignissen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind. 140 Millionen Menschen, die zusätzlich sich auf Migrationswege begeben werden, zuzüglich zu den über 200 Millionen, die derzeit ohnehin schon als Migranten gezählt werden können. Auch wir werden das zu spüren bekommen. Und deshalb gilt, saubere Luft, Artenvielfalt, ein stabiles Klima, das sind öffentliche, globale Güter, deren Schutz ist für uns alle lebensnotwendig. Davon hängt unser aller Lebensperspektive direkt ab und deshalb gilt es auch jetzt zu handeln. Wenn ich vom CO2-Ausstoß rede, dann wissen wir Mitteleuropäer stoßen etwa 9,5 Tonnen CO2 aus pro Kopf, die Afrikaner 1,5 Tonnen. Wenn Afrika oder Indien aufschließt, nicht auf 9,5 Tonnen, sondern vielleicht nur auf 3,5 Tonnen, was sicherlich irgendwann notwendig wird, wir wollen alle eine Steckdose und wollen Elektrizität haben, dann bedeutet das eine Vervierfachung des CO2-Ausstoßes. Und dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir das wieder kompensieren können. Also wir wissen, Klimaschutz entscheidet sich insbesondere in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um in diesen Ländern, egal ob in Afrika oder Asien oder in Lateinamerika, so einzuwirken, dass von vornherein nachhaltig und klimafreundlich zum Beispiel Energiegewinnung gestaltet wird, um von Anfang an die Fehler nicht zu wiederholen, die wir bereits schon gemacht haben. Dort sind die Chancen
Ziele zu erreichen, besonders groß, denn dort findet ein Großteil des weltweiten Bevölkerungswachstums statt. Wir erwarten rund 1 Milliarde Menschen, die zuzüglich Stromversorgung haben wollen. Ich habe eben schon erwähnt, was passiert, wenn Afrika und Indien aufholt. Dort gibt es auch eine immer größere Mittelschicht. Die wird erfreulicherweise zunehmen. Denkt man an das Bevölkerungswachstum in Afrika, das sich in den nächsten 30 Jahren nochmals verdoppelt wird, wie bereits schon in den vergangenen 30 Jahren passiert, dann bringt das auch eine größer werdende Mittelschicht mit sich. Und diese Mittelschicht fordert für sich Konsum und Mobilität ein. Legitim, zu Recht. Wir als Industrieland stehen deshalb in der Verantwortung. Wir müssen jetzt beim Klimaschutz vorangehen. Wir müssen jetzt zeigen, dass es geht. Und wir müssen dazu beitragen, dass Entwicklungsländer, dass Schwellenländer, wie ich eben schon erwähnt habe, Fehler überspringen, sich klimaverträglich entwickeln und sich gegen die Folgen des Klimawandels und damit einhergehender Naturkatastrophen besser wappnen können. Also, wir müssen heute die Weichen stellen, damit die Energieversorgung, Städtebau, Agrartechnik klimafreundlich entwickelt wird, damit Entwicklungsländer erst gar nicht abhängig von fossilen Energieträgern werden. Als Bundesregierung unterstützen wir diese Bemühungen. Beim 10. Petersberger Klimadialog hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das Ziel bestätigt, dass Deutschland bis 2050 klimaneutral gestellt werden soll. In der Europäischen Union sind wir Spitzenreiter, wenn es um die Klimafinanzierung geht. 2017 haben wir Deutschen insgesamt 6,7 Milliarden Euro für internationalen Klimaschutz und Klimaanpassung bereitgestellt. Und Angela Merkel hat versprochen, unseren Anteil am World Green Climate Fund zu verdoppeln. Von 2 auf 4 Milliarden. Wir sind fast so weit, bei 3,5 sind wir schon, den Rest werden wir noch schaffen. Ein Großteil dieser Mittel setzen wir im BMZ um. Wir fördern klimagerechte Landwirtschaft, wir fördern nachhaltige Städte und wir fördern die globale Energiewende, zugegeben noch mit Einzelmaßnahmen, zum Beispiel in Indien. Dort haben wir eine Solarpartnerschaft eingegangen, 1 Milliarde Euro. Oder in Marokko, dort haben wir das größte Solarfeld mitfinanziert und können damit 1,3 Millionen Menschen mit sauberem Strom versorgen. Wir unterstützen Vorsorge, Absicherung, zum Beispiel mit unserer Klimarisikoversicherung, mit dieser Idee der Klimarisikoversicherung, bei der wir Gott sei Dank international auch schon Mitstreiter haben. Die Briten, die Niederländer, haben wir bei der letzten Weltbanktagung für großes Aufsehen gesorgt, denn das ist ein Schritt in die richtige Richtung, um Länder, Regionen widerstandsfähiger zu machen gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Durch unsere deutsche Entwicklungszusammenarbeit sind wir in der Lage, jedes Jahr, so sagen uns die Berechnungen, mehr als 230 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden. Das entspricht immerhin der jährlichen CO2-Emission von ganz Ägypten, also schon ein erheblicher Beitrag. Was ich damit sagen will, wir tun viel, aber wir wissen auch sehr genau, dass unsere Mittel, dass generell öffentliche Mittel nicht ausreichen werden, um die Klimaprobleme zu lösen, um all die Herausforderungen finanzieren zu können, die vor uns stehen. Deshalb brauchen wir Investitionen und wir brauchen auch die Expertise der Privatwirtschaft. An der Stelle darf man immer wieder betonen, dass Klimaschutz sich ja auch lohnt. Denn Studien belegen, ökologisch und sozial nachhaltige Unternehmen rentieren sich, arbeiten langfristig erfolgreicher. Und der Wille der Bevölkerung, der Menschen ist auch da. Es gibt sehr viel Engagement. Viele unserer Partner aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung wollen mehr tun für den Klimaschutz
und in diesem Punkt mit uns zusammenarbeiten. Ich freue mich, dass die Volksbank Ulm-Biberach mit wirklich gutem Beispiel vorangeht. Die Volksbank Ulm-Biberach hat sich selbst Klimaziele gesteckt, die ambitioniert sind. Das reicht von Bezug von Naturstrom über den Einsatz von Elektrofahrzeugen bis hin zum klimaneutralen Postversand. Das kann ich nur begrüßen und sage herzlichen Dank für diesen Einsatz für den Klimaschutz. Und das sage ich getreu unserem schwäbischen Motto, das immer lautet, der Dank ist die stärkste Form der Bitte. Deshalb nochmals Dankeschön. Aber auch wir im BMZ versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen. Minister Müller hat das Ziel ausgegeben, unser Ministerium, das BMZ, bis 2020 klimaneutral zu stellen. Über Energieeffizienz, über Abfallvermeidung, über nachhaltige Beschaffung, alles, was dazu beiträgt. Dort, wo Emissionen nicht zu vermeiden sind, dort kommt es darauf an, dass man entsprechend kompensiert. Freiwillige Kompensation von Treibhausgasen ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Allerdings ist der CO2-Kompensationsmarkt in Deutschland noch ein Nischenmarkt. 2018 hat Deutschland etwa 900 Millionen Tonnen CO2 emittiert und ganze 2 Millionen Tonnen davon wurden freiwillig kompensiert, also freiwillig ausgeglichen. Da, meine Damen und Herren, ist noch viel, viel Luft nach oben. Aus dem Grund hat Gerd Müller im Herbst vergangenen Jahres 2018 die sogenannte Allianz für Entwicklung und Klima gegründet. Was steckt hinter dieser Initiative? Die Idee ist, wir wollen das freiwillige Engagement aller nichtstaatlichen Akteure bündeln, nach dem Prinzip vermeiden, mindern, kompensieren. Emissionen, die nicht vermeidbar sind, werden dann in dieser Allianz ausgeglichen durch entsprechende Klimaschutzprojekte in den Entwicklungsländern. Und damit tragen diese Projekte in den jeweiligen Ländern nicht nur zum Klimaschutz, sondern auch zur Entwicklung bei. Wir haben den Eindruck, dass Gerd Müller mit der Gründung dieser Allianz sozusagen ins Schwarze getroffen hat. Denn wir haben seit dem Herbst vergangenen Jahres bis heute bereits fast 300 Unterstützer, die dieser Allianz beigetreten sind. Das sind teilweise große Unternehmen, Bosch, SAP, Deutsche Bank. Das sind aber vor allem in der Mehrzahl viele kleine und mittlere Unternehmen. Und da kann ich nur sagen, es dürfen gerne noch mehr werden. Was will ich noch ausdrücklich betonen? Diese CO2-Kompensation erfolgt zusätzlich zu den bestehenden staatlichen Klimaverpflichtungen. Sie sind also kein Ersatz für staatliche Auflagen, sondern immer Ergänzung zum staatlichen Handeln. Insofern finden wir es nicht ganz zutreffend, wenn dabei von Ablasshandel gesprochen wird, sondern es handelt sich um zusätzliches, freiwilliges Engagement. Minderungsverpflichtungen, etwa aus dem europäischen Emissionshandelssystem, bleiben darüber hinaus immer bestehen. Mit diesen Projekten mit dieser Kompensation wird in den jeweiligen Ländern zum Beispiel die Technologie für erneuerbare Energie gefördert, es werden Biogasanlagen erstellt, Mangrovenwälder können wieder aufgeforstet werden, Boden können wiederhergestellt, Entwicklungsmenschen sagen, rehabilitiert werden. Und so tragen diese Kompensationen, wie ich schon betont habe, nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern verbessern auch die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort, sind sozusagen gleichzeitig ein Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit. Auch dabei ist Ihre Region mit engagiert. Das Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung ist Mitbegründer der Allianz und ein wichtiger Partner für uns. Herr Professor Dr. Rademacher ist unter uns. Da dürfen Sie sich auch bei ihm mit bedanken. Und Herr Blankenburg von der Volksbank Ulm-Biberach ist ebenfalls dabei mit 23 weiteren Unternehmungen hier aus der Region. Auch dafür mein herzliches Dankeschön. Ich lade Sie alle herzlich ein, sich dieser Allianz weiter anzuschließen,
Denn gemeinsam können wir noch mehr bewirken und gemeinsam ein wichtiges Signal setzen. Und dieses Signal lautet immer: Globalisierung ist etwas, was uns alle angeht, deshalb müssen alle näher zusammenrücken. Alles hängt mit allem zusammen und deshalb ist es notwendig, dass wir uns gemeinsam engagieren in der Welt. Die Ulmer wissen aus ihrer Geschichte, dass ein Ulmer Spatz schon mit einer kleinen Veränderung viel bewirken kann. Lassen Sie uns dieses Beispiel nehmen. Jeder kann etwas beitragen, kleine Veränderungen, sei es als Wissensträger, als Partner, als Multiplikator, kann vieles bewirken. Denn am Ende sind es wir, die Menschen, die die Welt verändern müssen, niemand anders sonst, denn wir sind auch diejenigen, die die meisten Veränderungen bewirken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe meine Zeit fast eingehalten, sogar noch 2 Minuten gut. Die schenke ich Ihnen an Lebenszeit. Danke. Ha ha.